Wir finden es vom BVB ganz wichtig, dass unsere Auszubildenden schon früh erfahren, sich sozial zu engagieren und sind auch froh, dieses Jahr wieder mit Evonik zusammen dabei zu sein und diesen Tag zu kreieren. Wir haben hier die Station Blumentöpfe bemalen und bepflanzen. Wir haben jetzt gerade erst angefangen, aber es klappt schon ganz gut. Wir freuen uns natürlich sehr, dass den Kindern das so viel Spaß macht. Wir sehen, die sind alle ganz fleißig dabei. Wir betreuen die Butterkeksstation und hier können die Kinder mit Butterkeksen so kleine Häuser bauen und die verzieren. Bisschen wie Lebkuchenhäuser bauen. Wir sind die Station YouTube-Beutel. Die Kinder kriegen hier ganz viele verschiedene Schablonen und können dann so mit einem YouTube-Beutel hier ausmalen. Und man sieht auch, dass sie deren Kreativität einen freien Lauf lassen. Wir als Trainees haben die übergreifende Projektkoordination übernommen und waren somit die Schnittstelle zwischen den Evonik und BVB-Azubis. Ich war in dem Projekt hauptverantwortlich für die Finanzen. Wir hatten ein Budget, was wir einhalten mussten. Ich habe mich hauptverantwortlich um die Kommunikation des sozialen Projektes gekümmert. Das heißt, normalerweise stand ich hinter der Kamera. Ja, also mir hat die Planung sehr gut gefallen. Also auch der Austausch mit den einzelnen Gruppen hat immer sehr gut geklappt. Die Ideen waren auf jeden Fall sehr kreativ, wirklich auch was Besonderes für die Kinder hier zu gestalten. Also ich bin begeistert und die Kinder auf jeden Fall auch. Evonik, leading beyond chemistry.